Es gehört Strategie dazu, Planung, vielleicht sogar Intelligenz. Das hängt ganz davon ab, für was man sich entschieden hat. Aber etwas gehört immer dazu, Spaß. Ich rede nicht von der Liebe oder von der Arbeit, sondern vom Spielen. Diese komplett unproduktive Beschäftigung mit anderen Menschen, bei der es ja um wenig geht und die genau darum so gute Laune macht, sofern ich gewinne. Herzlich willkommen Hallo zu zusammen, unserem Podcast. mein Leben als Paar. Oder auch mein Leben als Genau, Paar. und wir sind, ich bin diese Ja, Bildschreiber. Steven Schneider und zusammen sind wir Schreiber Versus. Schneider. Genau, und heute widmen wir uns einem Thema, was ich gewollt habe, nämlich dem Gesellschaftsspiel. Und da warst du ja gar nicht so erbaut darüber, aber ich habe gefunden, du durftest das letzte Mal über. Was über Drehbuch, Ratschläge Geschichte. vergessen, genau, oh, ist nicht geblieben. reden drum heute über Gesellschaftsspiele. Also wir sind ja schon ein bisschen eine Spielerfamilie, kann man schon so sagen, oder? Also Ja, also ich weiß jetzt auch nicht. Ich denke, es gibt andere, die spielen noch viel mehr als mir. wir sind jetzt nicht besessen, aber wir haben ja schon früh mit den Kindern, als sie klein waren, haben wir schon Mau Mau mit denen gespielt. Und Mau ich weiß, Mau. Mau Mau, ja. Was ist Mau Mau? Mau Mau ist das, wie heißt es? Also Mit was das. spielt man da? Mit Karten und die neuen heißt aussetzen und dann kurz vor Ah, Schluss muss man am Mau Moment. sagen. Ciao, Sepp. Ciao Sepp, genau. Und was sagt man am Schluss? Ciao, oder? Sepp. Sepp, vor Am der letzten Schluss. Karte, ja, genau. Vor der letzten sagt man Ciao. Und wir sagen Mau und dann Mau Aha, Mau. Aha, was genau. für ein Name. Mau, Mau. Also es ist ein bisschen mau. Okay. Ja. Und das haben wir auch schon früh mit den Kindern gespielt und ich finde halt irgendwie, also eben, es ist so was Verbindendes, gemeinsam zu spielen und eine gute Zeit zu haben und die Zeit dabei auch zu vergessen. Und du bist immer so ein bisschen so am Bremsen, wenn jemand von uns vorschlägt, dass wir spielen Das wollen. stimmt nicht. Siedler von Ja Catan. gut, Siedler von Catan, weil die da immer gönnt. Also sie ist so gut in dem Spiel, da müssen wir eigentlich gar nicht spielen. Es ist von Anfang an klar, dass sie gönnt. Aber ist ja auch nicht schlecht, weil bei Siedler von Catan geht es ja um so ein bisschen das Firmendenken. Wie nennt man Ja, das? Also so nein, nein. kapitalistische Ja, Denken eigentlich, völlig, oder? Ja. völlig. Also ich erlebe sie nie so zielgerichtet und eiskalt wie in dem Spiel. Im Leben sonst ist sie sehr sozial, sehr rücksichtsvoll, sehr nett, sehr freundlich. Und eigentlich finde ich es dann schon schön zu sehen, wie sie im Siedler von Catan knallhart ist. Aber so knallhart. Das finde ich auch cool. Und das ist ja auch der Witz am Spielen, oder? Dass man ein bisschen wie in andere Rollen schlüpft. Also während so einem Spiel, oder? Gut, ich weiß Ja, jetzt nicht genau, wenn wir. Was spielen wir denn also sonst noch? du schlüpfst eigentlich meistens in die Rolle der überehrgeizigen, Ah ja? Findest du? ja, du willst gönnen. Darum spielst du auch nicht so gern Siedler von Catan. Da bin ich ganz schlecht, das stimmt. Eben, Das habe ich bis heute ja. nicht geschnallt, Eigentlich wie es spielen wir geht. Siedler von Catan Ja. einfach für die da, im Wissen, dass wir sowieso keine Chance haben. Das ist dann eher so, wir spielen einfach mit, aber wir haben Ja, ich habe nicht so so viel Chance, aber Spaß ich spiele macht es schon. nicht. Aber Steven, mir geht es gar nicht so ums Gewinnen eigentlich. Das unterstellst du mir ein bisschen. Ah Also, ja? ja, ich habe eher das Gefühl, du kannst nicht so gut verlieren. Ja, dass du das Gefühl hast, das wundert mich nicht. Eben, ist so, oder? Nein, nein, du hast jetzt einfach das Gefühl. Du hast einfach das Gefühl. Ja. Und zwar weißt du wieso? Nein. Weil wenn du gönnst, dann fängst du an, so mich zu heucheln, dann machst du so unnötige Bemerkungen, so von oben herab, so blöffig, dass ich nachher so ein bisschen genervt reagiere, was dir zeigt, ach, der kann nicht Nee, der kann verlieren. nicht verlieren, Aber ich kann genau. schon verlieren. Aber deine Bemerkungen Ah, brauche ich nicht. okay, du kannst verlieren, aber du kannst nicht damit umgehen, dass ich gewinne. Ja, nein! Doch, das ist es nämlich. Du kannst nicht damit umgehen, dass du gönnst. Ich kann das, ich zelebriere Du das. zelebrierst Ja. das. Du tust so einen überheblichen Ton anschlagen. Du tust es so, als wärst du etwas, als wärst du Als hätte besser. ich's drauf. Und das gefällt dir Ja, einfach. genau. Ja, Du und dann bin hast ich so sehr ein gut bisschen gelaunt. das Genau. Aha. Besserwisserische, das hast du. Was habe ich letztens gehört? Sie weiß zwar nicht alles, aber das alles besser, das Das passt bin ein ich, ja. bisschen. Das stimmt. Aber Und ich glaube schon, also dass du das jetzt nicht so magst, wenn ich gewinne, ist, weil ich halt dann eben saugut drauf bin, oder? Sibyl, Damit darf ich kannst du das nicht. nochmal korrigieren? Ich habe kein Problem, wenn du gönnst. Ich habe ein Ja. Problem damit, wie du überheblich bist, wie du mir Überheblich. zeigst, dass ich verloren habe. Und Sibyl, das ist rein von meinem Pass her. Ich habe einen Schweizer Pass. Ja. Da in der Schweiz,
da gibt es nicht Sieger und Verlierer. Da gibt es Sieger und zweite Sieger. In der Schweiz, vom politischen System her, weiss man immer, die unterliegen, mit denen tut man ja zusammenleben, weiterhin. So ist es bei mir auch. Und man tut die nicht abmachen, weil sie verloren haben, sondern man versucht, sie ins Boot reinzunehmen, weil man ja eben, es gibt in dem Sinn vorgesehen ist nicht, dass es Verlierer gibt im schweizerischen politischen System. In unserem innerfamiliären Spielsystem ist, wenn du spielst, absolut vorgesehen, dass es Verlierer gibt, solange ich das bin. Okay, also du hast das Gefühl, ich sei überheblich. Wenn wir es jetzt umdrehen und du gewinnst und ich verliere, dann habe ich den Eindruck, dass ich sehr locker damit umgehen kann. Ich kann dir auch gut gratulieren. Und du wirst dann so, du kriegst dann auch so ein Grinsen. So wie jetzt, es fängt eigentlich schon an. Es fängt schon an. Und das vertrage ich ja überhaupt nicht. Das mag ich auch nicht. Ja, das glaube ich dir schon. Es ist schon erstaunlich, wie du das siehst. Wenn du verlierst, bist du hässig. Das stimmt überhaupt nicht. Absolut. Das stimmt gar nicht. Du verlierst gar nicht gern. Ich räume dann die Küche auf oder so, aber ich bin nicht hässig. Du verlierst gar nicht gern. Und nachher tust du mir demonstrativ die Hand über den Tisch strecken, ja, aber so eher, als würdest du mich verschiessen, als mir gratulieren, dann machst du noch ein Gesicht. Da kann ich nicht anders, als dass ich grinsen muss. Dann ja, ich muss grinsen. Das ist auch überheblich. Weil du einfach zeigst, dass das nicht vorgesehen ist, dass du verlierst. Dass du ganz schlecht mit dem kannst umgehen. Und dann muss ich einfach lachen. Ja. Und nachher, du mir erzählen, ich durch dich auslachen. Ja. Ja. Wenn das ein Spiel wäre, Tatsachen verdrehen, oder nein, wie müssen wir denn sagen? Das sind nicht Tatsachen verdrehen, aber so deine Art auf die Sachen zu schauen, so dass du am Schluss immer gewonnen hast. Das magst du auch nicht, ja, aber das ist ja vielleicht fast schon eine Lebensqualität. Also ich mache aus jeder Niederlage einen Sieg, ohne weiteres. Aber was man ja schon merkt, jetzt vielleicht während wir hier sprechen, es macht uns gute Laune. Spielen macht uns gute Laune. Wir müssen so viel kichern und lachen. Und oft spielen wir nur zu zweit, weil wir sind ja nicht mehr alle zu Hause. Und dann kann es also vorkommen, dass wir nach dem Essen halt noch am Tisch sitzen. Und zu zweit ein Spiel, was ich ja besonders liebe, und das verdanken wir einer Freundin, die viel spielt. Und wir waren bei der zum Essen eingeladen. Und am Schluss hat sie gesagt, komm, wir spielen noch was. Und da haben wir das kennengelernt. Und das heißt Take It Easy. Das ist ein Hammerspiel. Das ist ein Hammerspiel. Da muss ich so viel lachen. Hammerspiel. Ja. Aber weißt du, was mich dort stört zum Beispiel? Das ist ein Spiel, das ist so ein Strategiespiel. Ja, man muss schon Grips haben. Ja, ja, und man muss... es ist schwierig zu erklären. Ich kann es eigentlich nicht erklären. Aber wir können es empfehlen. Ja, und ganz wichtig, die Betriebsanleitung ist sehr simpel. Nennt man das Betriebsanleitung? Spielanleitung, genau. Du wolltest noch was sagen. Ja, wieso hast du mich jetzt... Weil das wieder so lange gedauert hat. Irgendwas mit dem Spiel, was dich fasziniert. Nein, was mich wahnsinnig stört, ist, wenn wir vis-à-vis hocken und das Spiel spielen, dann müsst ihr euch das so vorstellen, Sibyl die ganze Zeit, nein, Gott, erzähl ich nochmal. Also auf Hochdeutsch. Da geht gar nichts. Ja, alles auf Hochdeutsch. Hochdeutsch ja. Die hockt dort und jammert. Und jammert einen oben runter. Das ist unvorstellbar. Und nachher plötzlich gönnt sie. Und nachher sage ich, Sibyl, das ist Irreführung. Da gibt im Fußball eine geile Karte. Das ist unsportlich. So tun, als wäre man ganz... So. Steven, ich habe das Blatt gewendet. Ganz schlecht unterwegs. Du bist so am Jammern. Du gibst mir die ganze Zeit das Gefühl, dass ich eigentlich gut unterwegs bin. Von mir gehört man keinen Ton. Ja, das ist auch beunruhigend. Also nein. Aber ich meine, wir haben ja nicht abgemacht, dass man keine Geräusche machen darf. Am Schluss gönnt sie und dann ist der Triumph, den du hast, noch doppelt so. Und behauptest, du hättest es im letzten Moment gewendet und so. Nichts. Das gehört alles schon zu deiner psychologischen Spielführung. Nicht. Da überschätzt du mich, Steven. Da ist keine Taktik dahinter. Ich bin einfach eine ausdrucksstarke Spielerin. Ich gehe halt voll mit. Und wenn ich miese Zahlen habe, bei diesem Take It Easy geht es um Zahlen, dann seufzt sich halt. Und darum ist ja Jassen für mich ganz schwierig, weil man da keine Gefühle zeigen darf. Das finde ich so seltsam. Da sitzen vier Menschen am Tisch. Zwei müssen ja verbündet sein, oder? Für die Jassen nicht kennen. Also wir reden vom Schieber. Jassen nennt man das? Ja, es gibt verschiedene Jass mit Jass-Karten, aber du redest jetzt vom Schieber. Ja, Schieber. Gott, Schieber ist bei uns Engtanz, aber gut, okay. Ihr spielt Schieber, wir Deutschen schiebern. Und also,
Und da muss man sich ja eigentlich verbinden, oder? Da muss man sich eigentlich, man darf nicht miteinander reden. Ja. Nein, natürlich nicht. Und das finde ich auch so schwierig, dass man da als Team spielen muss. Also ich, wenn ich gewinne, will ich einfach allein gewinnen. Und das finde ich auch, das sind alles Probleme, die ich beim Jassen habe. Aber mittlerweile lerne ich sehr, Steven. Also das ist auch noch ein Punkt in unserer Beziehung, dass du ja sehr erpicht drauf warst, dass wir das traditionelle Schweizer Kartenspiel lernen. Ich habe euch, dir und unseren zwei Töchtern von Anfang an versucht, das Jassen beizubringen. Okay. Darf ich euch erklären, wie er versucht hat, uns das beizubringen? Könnte sein, dass wir jetzt dann Streit kriegen, weil du siehst das ganz anders. Er hat also ein ganz tolles Jass-Set gekauft mit Jass-Teppich und dieser Schiefertafel, alles toll. Und dann ging also der erste Abend los und dann hast du so super korrekt alles gemacht und uns so viel erklärt. Wir waren komplett überfordert und mussten so lachen, weil du warst sowas von der Schulmeister, dass du es nicht lustig fandst und dann sauer geworden bist, dass wir uns nicht darauf einlassen und von dir nichts beibringen lassen. Und ja, der Abend ist in der Katastrophe geendet. Ja, und keiner will mehr jassen. Ja, das ist wirklich, es ist tragisch. Nur jassen ist auch nicht lustig. Jassen ist nie lustig, es lacht nie jemand beim Jassen. Jassen ist ein unglaublich spannendes, faszinierendes Kombinieren. Man muss Sachen im Kopf haben, man muss... Also es, wenn man es kann, Sibylle, wenn man es kann, ist es wirklich fantastisch. Aber es ist nicht lustig. Nein, es ist nicht lustig. Laune? Aber es hat... ich weiss auch nicht... dann erkläre ich das und dann fängt ihr an kichern oder miteinander reden. Wie soll ich euch das erklären? Ihr habt mich jedes Mal sabotiert. Jedes Mal. Und heute muss ich hören von dir und von den Kindern, ja, ich habe euch das nie richtig beigebracht. Ja gut, bei den Töchtern, da hast du es wirklich vermasselt, muss ich schon so sagen. Ich habe ja aufgeholt, oder? Also ich kann ja mittlerweile schon jassen, aber ich weiß immer noch nicht so ganz, was die Freude beim Jassen ist. Ich finde es schon wahnsinnig anstrengend. Also du jassest ja gegen den Computer, oder? Meistens. Und ja, mit wem noch? Ja, mit Schumis haben wir auch schon zusammen gejassen, da war ich gar nicht so schlecht. Ja, das war jetzt aber einig in den letzten 20 Jahren. Ja, das war anstrengend für mich. Ja. Ich kriege dann immer so Kopfweh. Ja. Da muss man so viel überlegen. Ja. Ja, und es ist nicht lustig. Nee, es ist nicht lustig. Aber das ist auch wenn ihr du. Wir haben immer gemeint, wir machen lustige Spiele und ich soll euch das Jassen beibringen. Ja. Aber wenn es nicht lustig ist, ist das nicht mein stimmt, Fehler. Das ist ein Anspruch, den ich ans Spielen habe, den andere nicht haben. Was ich einfach merke, ist, wenn du jassest, auch wenn du gegen den Computer jassest, manchmal fragst du mich ja. Und du bist dann sehr beeindruckt, wenn du mir einfach kannst beschreiben, was du für Karten hast und dann geht es los. Und ich, ohne dass ich drauf schaue, kann ich dir sagen, was du musst spielen musst. Also muss ich jetzt echt sagen, das ist wie wenn ich so einen Schachprofi vor mir hätte, der im Kopf ganze Partien spielen kann. Ja. Da bin ich wirklich von dir beeindruckt. Und ich bin ein mittelmäßiger Jasser, aber so schon mittelmäßiger Jasser kennt eigentlich die Karten von den anderen, ohne dass er sie sieht. Aber was ich wollte sagen ist, bei dir ist immer noch das Problem, du jassest ja nicht mit 9 Karten, du jassest immer jede Runde und wenn du zum Beispiel müsstest ein 8 geben, damit du nachher einen Bock hast. Was ist ein Bock? Ich habe keine Ahnung. Dann reuen dich die 8 Punkte beim Obenabend oder Rundum und du denkst schon so in einer anderen Logik, dass ich dir nicht folgen kann und darum kann ich dir das vielleicht auch nicht erklären. Das ist nicht unbedingt etwas, was ihr mir dann das Leben lang vorhalten müsst, dass ich euch das nicht lernen konnte. Das halten wir dir gar nicht so vor. Also die Kinder bedauern es ja gar nicht, dass sie es nicht können. Ich bedauere es, dass sie es nicht können, weil ich finde schon, es ist Schweizer Kulturgut und ich finde es total lässig. Man kommt in eine Kneipe und da sind Leute am Jassen und man könnte eigentlich fragen, darf ich mitjassen? Wenn man es kann, könnte man das fragen, ja, oder? Ja, du musst das nicht fragen. Ich mache das nicht, nein. Genau, sonst ende ich wie Loriot, der dann irgendwie die Karten knickt beim Schafkopfen. Aber, Schafkopfen, ja, was da? Ich glaube, sowas ähnliches wie Jassen auf Deutsch. Ich weiß es nicht. Kannst dir nicht genau erklären. Also da hast du uns das nicht so richtig vermitteln können, die Freude dran. Das ist schade. Aber was für mich das Schwierige am Jassen ist, also ich bin wirklich so, ich will Punkte machen, oder? Ja. Das habe ich aus dem Romeo und aus dem Kanaster, möglichst viel Punkte. Ja. Und das funktioniert ja beim Jassen. Weißt du, was nicht. Bei dir nicht funktioniert? Wenn du mal etwas beschlossen hast, das bringt mir nicht mehr raus. Ja, ich habe beschlossen, du bist mein Mann und du das ist schön. Das ist doch gut, oder? Das ist schön, das ist aber gut, beim Jassen hast du, wenn du hast am Anfang gefragt, wie viel ist der wert, wie viel ist der wert, wie viel ist der wert. Und nachher tust du wie, du bewachst deine Karten mit hohen Punktzahlen, statt irgendwo das Spiel zu verstehen. Und das macht alles so schwierig. Das Sibylle, ich fände es wirklich schön, könnte ich dir...
das näher bringen, das Jassen, weil also dann könnten wir wirklich ab und zu mit Leuten abmachen, am Sonntagnachmittag, mhm. an einem November-Nachmittag, zuerst spazieren und nachher dann wird gejasset. Mhm. Weißt du, wäre das schön? Das haben meine Grosseltern gemacht, ja. meine Eltern gemacht, wir haben das mit meinen Eltern gemacht, aber jetzt ist die Kette gebrochen. Nein, die ist nicht gebrochen. Ich knüpfe wieder an und eben, es gibt auch schon Leute, die gesagt haben, sie wären durchaus bereit, mich auch... zu erdulden. Ich weiß, es ist ja hart, wenn es jemand nicht kann, den dabei zu haben. Das können wir schon mal wieder machen. Also wenn du willst, organisiere ich einen Jassnachmittag in einem grauen November. Ja, mach ich das. Ich habe gehört, dass es im November dieses Jahr gar nicht grau wird. Aber mach okay. das und aha. dann, wenn wir ja schauen, dann du hast vorher gesagt, eigentlich findest du das gar nicht lustig, im Team zu gewinnen. Du möchtest für dich gewinnen. Ich bin mehr der Solo-Gewinner, das schon. Das ist schon so. Ich bin im echten Leben bin ich Teamplayerin, extrem. Im echten Leben. Aber wenn am Spieltisch, da bin ich eine andere. Und das ist ja auch der Witz am Spielen, oder? So auch dieses so ein bisschen eben blöffen, so ein bisschen so tun, als ob und so. Aber ich halte mich an die Regeln. Das stimmt. Ist wichtig. Du haltest dich vorwiegend an die Regeln. Darum spiele ich nicht mit meinem Bruder. Ich liebe meinen Bruder, aber der hält sich nicht an Spielregeln. Der macht irgendwas. Das ist unmöglich. Das hält man fast nicht das aus. Das ist unmöglich. Ja. Und wir müssen aufhören spielen mit ihnen. Das geht gar nicht. Die tun während dem Spiel, wenn sie sehen, dass sie hinter drin sind, dann tun sie neue Regeln aufstellen. Ja, genau. Das mag dann für sie lustig sein. Für uns, die wir es ernst nehmen, ist es nicht lustig. Und ja, das ist, man muss schon mit den richtigen Leuten spielen. Das ist wichtig. Aber man muss auch mit Leuten spielen, die es eben nicht bierernst nehmen. Ich finde, an die Regeln muss man sich halten, aber man darf nicht zu verbissen sein. Schlimm ist, wenn die anderen um jeden Preis gewinnen wollen. Also so wie du. Nein, ich will nicht um jeden Preis gewinnen. Steven, da unterstellst du mir was und das lasse ich auch so nicht auf mir sitzen, okay? Und bevor wir jetzt Streit kriegen, weil eigentlich ist es ja ein lustiges Thema, ein leichtes Thema, lesen wir eine Kolumne, die zeigt, dass ja in dir der Spieltrieb ganz, ganz tief verankert ist. Und ich, ja, weil ich nicht weiß, ob das so typisch Mann ist oder ob das einfach typisch du bist. Und die Kolumne ist uralt. Die Kinder waren noch sehr klein und ich finde sie einfach eine ganz, ganz süße Kolumne, weil man sieht dich so sehr in dieser Kolumne. Bist du dabei? Wir verbringen einen Ferientag in einem schwedischen Vergnügungspark. Als erstes wollen die Kinder auf eine gigantische Sprungmatte und Schreiber schlägt die Hände über ihrem Kopf zusammen. Das sei viel zu gefährlich. Ich erlaube es ihnen. Nach kurzer Zeit unfallfreier Hopserei beschließen unsere Töchter, elektrisch betriebene Rennautos zu fahren. Schreiber gibt hektisch Anweisungen. Danach steht eine Mini-Achterbahn auf dem Programm. Am lautesten kreischt Schreiber, die gar nicht mitfährt. »Machen wir Pause«, sagt sie. »Ich bin völlig fertig.« Wir lassen uns auf einer Bank neben einem großen Sandhaufen nieder. »Papa, Duffy?« Alma zeigt auf einen Bagger, auf den man sich setzen kann. Ein tolles Ding. Ich warte Schreibers Kommentar, wie gefährlich so eine Baggerrunde sein könne, gar nicht ab und schmeiße schnell eine Münze rein. Alma ruckelt an den Hebeln, aber die Schaufel macht nicht, was sie gern möchte. »Ich zeige es dir«, sage ich und setze mich auf den schwarzen Sitz. »Ja!« Der Baggerarm senkt sich in den Sand. »Es klappt«, Schreiber ruft. »Das ist für Kinder!« Ich sage, »Stör mich nicht, ich muss mich konzentrieren. Geh doch auf die Rutschbahn und stress unsere zwei Kinder nicht die ganze Zeit.« Schreiber schaut mich verärgert an, dann sagt sie, »Zwei? Ich habe drei kleine Kinder.« Ich blicke zum Sandhaufen, wo Schneider glückselig auf einem Spielbagger sitzt, Knöpfe drückt, Hebel bedient, sich um die eigene Achse dreht, mit der Schaufel ein paar Körner Sand auf ein Häufchen leert und dabei strahlt. Alma steht neben mir und sagt, »Dabei wollte ich doch baggern.« Schneider wirkt wie ein Riese auf dem scheppernden Teil. Hoffentlich geht es unter seinem Gewicht nicht in die Brüche. Hochkonzentriert hebelt er an dem Gerät herum. Ich beruhige Alma und wühle im Geldbeutel nach einer weiteren Münze. Da ruft Schneider, »Hast du noch Geld? Es geht immer besser. Schau mal, der Haufen wächst und wächst.« Ich schaue und sehe einen kleinen, unscheinbaren Sandhügel rechts von der Schaufel. »Ja, toll, mein Baumeister Schneider. Wahrscheinlich plant er gerade die nächste Gotthardröhre. Also mir reicht's. Ich stapfe durch den Sand zu meinem Mann und schimpfe, »Du hörst jetzt sofort mit diesem Quatsch auf. Was soll das eigentlich? Das ist für Kinder.« Er dreht sich ruckelnd mit dem Sitz zu mir und sagt, »Weißt du? Nein, stimmt gar nicht. Er dreht sich ruckelnd mit dem Sitz zu mir. Weißt du, wie dämlich du auf diesem Spielzeug ausschaust?« sage ich. Schneider grinst und meint, »Ja, stimmt. Das sieht sicher seltsam aus. Deshalb muss ich das ja auch hier in Schweden machen. Zu Hause könnte mich jemand erkennen.« Das meine ich mit Spieltrieb. Ja, ich habe, also...
einen ausgeprägten Spieltrieb. Also vor allem dann gerade so mit Maschinen, oder? Das ist ja nicht Gesellschaftsspielen, das ist dann so Solo-Spiel. Das ist ganz etwas anderes. Ja, genau. Ja, also das habe ich ja dauernd in mir drin. Also das ist aber dann etwas anderes. Dort geht es darum, den Alltag bunter zu machen. Mhm. Ja, wenn du kennst das, wenn ich Benzin reinlohne, an der Tankstelle, dann tue ich ja auch dort, schauen, dass ich auf eine Zahl komme, die ich mir vorher ausgedacht habe. Und ja, spielen. Als Bub nimmst du ein Steckchen in die Hand und versuchst es durch irgendwie über einen Ast zu rühren. Du bist dauernd irgendwie etwas am Machen, probieren. Ja. Ja, diesen Drang hast du sehr viel mehr als ich, eindeutig. Du hast den nicht. Den habe ich null. Nein, oder auch du baust ja da die Autorennbahn auf an Weihnachten und sagst immer, du machst es für uns, aber eigentlich bist es du und dann kommt dein Bruder zu Besuch und dann sind die Männer an der Autorennbahn. Und ja, aber kreischen. Grundsätzlich habe ich es schon für euch aufgebaut. Ja, ihr könntet dann spielen. Ja. Nein, das gebe ich schon zu. Ich meine, dadurch, dass ich zwei Mädchen habe, ich natürlich keine Autorennbahn können verschenken. Eigentlich. Das stimmt ja überhaupt nicht. Jetzt kommen wir nicht mit diesem Mädchen-Kram. Nein, ich habe es ja dann gleich gemacht. Eben. Ich habe mich dann durch. Also, ich habe meinen Mädchen zwei Rennbahnen, die kompatibel sind, geschenkt. Alma hat als erstes großes Holzspielzeug hat sie so einen Lieferwagen gekriegt. Also nicht irgendeine Prinzessin-Kutsche, nein. Die kam dann kurz danach. Also. Aber jetzt. Gesellschaftsspiele, was gefällt dir denn daran? Gefällt dir daran irgendwas? An deine Spiele? Ja, oder mit mir am Abend so am Tisch sitzen und spielen? Ja, also wenn eben das Take It Easy jetzt, das spielen wir ja viel, das macht mir schon wahr. Das ist schon, eben, man vergisst das Rundum, man konzentriert sich nur auf das und es macht natürlich Spaß, ja. Also mir gefällt das schon. Eben, es bringt so eine Leichtigkeit, ja. Oder wie du es vorher auch gesagt hast, so in den Alltag rein. Ja. Und eben, ich muss ja eigentlich schauen, dass ich gönne, damit ich nicht nachher dann mich quasi... Weißt du, den Blick, den du drauf hast, den spöttische, von oben herab Blick. Oh Gott, dieses von damit oben ich herab. Den, damit ich den nicht heute. Muss haben. Okay, ja. Jetzt noch was ganz anderes. So eben Paare am Tisch sitzen, spielen. Auch Freunde von uns, die haben, sie hat in ihrer Handtasche immer ein Spiel dabei. Entweder ein Kartenspiel oder Yahtzee. Und wenn die essen gehen, im Restaurant spielen die am Schluss noch eine Runde. Und das finde ich irgendwie eigentlich auch eine tolle Idee, weil manchmal ist es ja so, wenn man essen geht, irgendwann hat man sich ja leer geredet, oder? Also wir sind schon lang zusammen und dann kommt da vielleicht nicht mehr so viel. Und dann könnte man eine Runde spielen. Ja. Wäre das also, was? Könnte ich dich dafür gewinnen? Nein. Das würde ich nicht machen jetzt in einem Restaurant. Okay. Also stell dir vor, wir gehen schön essen, weisse Tischtücher und so, und nachher nehmen wir ein Yahtzee führen und würfeln da zwischen den Gängen. Warum nicht? Nein, jetzt hör auf. Nein, den musst du nicht probieren. Okay, also Yahtzee im Restaurant ist nicht dein Ding. Nein, das ist nicht mein Ding. Das würdest du auch nicht machen, Sibylle. Weißt du noch, wo wir mal auf unserer Reise waren? Ein Pärchen. Und jetzt sind wir in einem Restaurant und dort haben sie es komplett durcheinander in der Küche. Ja. Keiner hat das Essen bekommen, was er bestellt hat. Es war ein Valentinstag-Dinner. Alles war dekoriert mit Herzchen. Wunderschön, aber ein komplettes Chaos. Und wir haben stundenlang gewartet und die einen, die haben so iPads gehabt. iPads, also er und sie je ein iPad vor sich. Die haben das vorgenommen und die haben die Wartezeit mit Spielen überbrückt. Und als wir gesehen haben am Anfang, wo sie das rausziehen, haben wir noch so gespöttelt und gefunden, um Gottes Willen, was sind das für ein Paar? Am Valentinsabend gucken die beide in ihre iPads. Am Schluss vom Abend mussten wir sagen, die haben das einzig Richtige gemacht. Die haben einen guten Abend gehabt, weil die jetzt die Wartezeit genutzt haben. Aber ich meine, wegen dem würde ich jetzt nicht... Also das ist dort eher außergewöhnlich gewesen, dass man normalerweise gibt es nicht so ein Chaos in einem Restaurant. Nein, das war schon und nur, abartig. Um das schnell fertig zu erzählen, wir haben also zwei Stunden gewartet und dann gleich das Falsche bekommen. Das ist so lustig gewesen. Unvergesslicher Valentinstag. Absolut. Von daher auch gelungen. Ganz genau. Nochmal kurz zu den Spielen, die wir so spielen. Ich bin immer froh um Tipps für Spiele. Und besonders gern mag ich Tipps für Spiele, wenn man da nicht noch die Spielanleitung eben lernen muss. Und jetzt würde ich gern hier euch ein paar Tipps geben. Also eins unserer ersten Spiele war, Steven, Phase 10. Phase 10. Ein Kartenspiel, Karte und Würfel, ich weiß es gar nicht mehr. Nein, nur Karte. Nur Karten. Und das war so unser Beziehungsanfangsspiel.
Und ich erinnere mich noch sehr gut, wir waren auf der Fähre von Genua nach Palermo, eine unserer ersten großen gemeinsamen Reisen. Und so bevor wir nach Palermo in den Hafen eingefahren sind, war ich gerade so im Flow und so gut drauf und war am Gewinnen. Und du hast das Spiel abgebrochen, du hast es nicht vertragen. Ja, wenn wir in den Hafen hineingefahren sind. Ja, das hast du behauptet. Denn man muss von dem Schiff, man kann nicht fertig spielen und das Schiff fährt dann wieder zurück. Und du hast abgebrochen. Ja, das ist die. Das geht gar nicht. Das ist auf jeden Fall ein schönes Spiel. Okay, genau. Also das Spiel Phase können wir 10. euch oder nur Phase empfehlen. Oder Phase 10 auf Englisch. Phase 10. Genau. Und Biberbande war das andere Spiel mit den Kindern. Das haben wir auch viel gespielt, ja, oder? Aber das nur mit den Kindern. Nur mit den Kindern. Biberbande. Ja, das ist auch genau. Witzig, genau. Und was ja noch ein anderer Punkt ist beim Spielen, auf den ich jetzt noch kommen möchte, Spielen erzeugt ja auch Energie. Und manchmal hast du ja auch was davon. Weil ich werde ja dann so kribbelig, oder? Beim Spielen. Ja. 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 Und ich werde nicht nur kribbelig, ich kriege dann auch so, boah, ich muss dich dann so packen irgendwie. Also weißt du, so wie wenn du mich nervst, dann muss ich dich packen und das kann dann manchmal auch sehr romantisch enden. No comment. Wieso? Boah, was soll ich jetzt da sagen? Kannst doch sagen, ja, das ist schön. Da hast du auch was davon. Boykottierst du hier gerade ein bisschen meinen Podcast? Nein. Nein? Aber das ist dein Podcast, das ist dein Thema, du hast das Welle. Okay, gibt es noch irgendwas, was du noch das wäre jetzt mein Abschluss gewesen, dass ich finde, es wird dann auch ein bisschen romantisch, je nachdem, aber hast du noch was zum Schluss? Ja, also ich würde nach wie vor gern euch das Jassen beibringen, und zwar richtig. Also mir und unseren Töchtern. Ja, mir hast du es schon so weit beigebracht. Ich bin schon dabei. Na, ja, jetzt musst du an deinen Töchtern noch nicht arbeiten. Und ich aber vielleicht solltest du eben mit den Töchtern reden, weißt du? Weil das ist so dachte, ein bisschen Frauen... Nein, Jesus Gott. Aber das ist so ein bisschen die Frauensolidaritätsgeschichte da. Sie haben gemerkt, dass du mich nicht so ganz ernst nimmst und dann haben sie halt auch sich mit der Mami solidarisiert. Aber das wäre wirklich etwas, das wäre das Spiel, wo ich finde, hey, ja, mit dem Spiel haben wir in Zukunft. Okay. Ich denke mal drüber nach, wobei ich sagen muss, ich weiß nicht, ob es so gut ist, wenn wir vier miteinander jassen. Das könnte auch. Aber weißt du, was wir vier gut zusammen können, ist Gämschen. Ja. Das ist ein Spiel, das können wir. Ja. Genau. Da muss ich vielleicht noch sagen, was Gämschen ist. Das kann ich nicht erklären. Man muss lügen, man muss nicht lügen, man muss kein Zeichen abmachen. Es ist auch 2-2 und also es passt wirklich zu das euch. Das passt zu uns. Ja. Zu euch hast du gesagt. Ja. Wieso nicht zu uns? Ich würde lieber jassen. Okay. Gut, ich sehe schon, mein Gegenüber hat genug vom Spielen. Wir kommen zum Schluss. Und wenn ihr ein richtig tolles Spiel auf Lager habt, schickt uns ein Mail. Ich bin immer auf der Suche nach guten Tipps. Steven nicht, aber ich schon. Und ja, dann wünschen wir euch eine spielvolle, spielgenüssliche Zeit. Bis in 2 Wochen sind wir wieder hier zu hören. Genau. Macht's gut. Oder man kann es auch lesen. Ah, das wollt's. Ah ja, man kann es auch lesen, regelmäßig, jede Woche. In der Coop-Zeitung. Genau. Also, tschüss zusammen. Ciao.